Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder zu unserem Abendsegen begrüßen darf. Wir hatten am vergangenen Samstag wieder einen Weggottesdienst. Weggottesdienst mit den Erstkommunionkindern. Vielleicht haben Sie davon den Paarbrief gelesen. Und weil ich schon ein paar Mal gefragt wurde, was das eigentlich ist, ein Weggottesdienst, wollte ich damit mal kurz heute beginnen, Ihnen das davon zu erzählen. Ein Weggottesdienst ist ein Gottesdienst für eine bestimmte Personengruppe, für die Erstkommunionkinder und ihre Familien. Und wir befassen uns thematisch mit dem Aufbau der Messe. Einführung, Wortgottesdienst, Eucharistie, Feier, Entlassung. Das sind die vier Teile der Messe. Und wir haben zum Beispiel verschiedene Gebetshaltungen gelernt. Wir haben erfahren, was das Besondere am Evangelium ist. Wir haben die drei Kreuzzeichen, die wir vor dem Evangelium machen, besprochen mit den Kindern. Ich will das, was ich höre, bedenken, darüber nachdenken. Ich will das, was ich höre, weitererzählen, weil das so wichtig ist. Und ich will, das sehen Sie jetzt nicht, Kreuzzeichen auf der Brust, auf dem Herzen. Ich will es in meinem Herzen behalten, was ich gehört habe, weil diese Botschaft so wichtig ist. Das haben wir mit den Kindern besprochen und dann haben wir über die Eucharistiefeier gesprochen, über die Gabbereitung, welche Gaben es in der im Gottesdienst gibt, die eucharistischen Gaben, Brot und Wein und die Gabe der Gemeinde, die Kollekte. Und am vergangenen Sonntag haben wir über die Eucharistiefeier gesprochen und haben ein Theaterstück zum Thema Danken gesehen und gehört. Eucharistie bedeutet Danksagung. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Gott immer wieder und für alles zu danken, was wir im Leben haben. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir alles haben. Wir haben über das gesprochen, was wir haben. Ein Zuhause, dass wir in die Schule gehen können, die Kinder, dass wir Erwachsenen einen Beruf haben, dass wir eine Familie haben, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und wir haben Gott auch dafür gedankt, dass jetzt wieder Frühling wird und dass die Sonne wieder scheint. In der Eucharistiefeier gibt es ein ganz besonderes Dankgebet an Gott, das Hochgebet. Das wird vor der Kommunion gebetet. Danach empfangen wir die heilige Hostie, dürfen sie essen. Und somit ist das Hochgebet vergleichbar mit dem Tischgebet, das wir zu Hause vor dem Essen sprechen. Wir danken Gott für alles, was er uns gibt, für alles, was wir zum Leben brauchen. In dem Zusammenhang mit Danken kam ich auf das momentan doch omnipräsente Thema Corona und wollte kurz was sagen zum Danken im Zusammenhang mit Corona. Denn ich möchte eigentlich mal allen danken, die sich an die Regeln halten. Allen, die mithelfen, dass zum Beispiel bei uns in den Gottesdiensten auch die Regeln beachtet werden, indem sie Orterdienst machen. Ich möchte allen danken, die die Maske tragen. Denn ich weiß, dass die Maske manchmal oft sehr lästig ist. Aber trotzdem, ich finde, wir sollten auch allen danken, die Abstand halten. Auch wenn wir uns gerne mal wieder in den Arm nehmen würden. Wenn uns das schwerfällt, immer nur auf Distanz zu reden. Es fällt uns schwer, wenn wir nur telefonieren können, weil das persönliche Gespräch, die Gemeinsamkeit, der Blickkontakt, Berührungen, die Wahrnehmung von Gestik und Mimik ist halt auch was ganz anderes, wenn man sich direkt gegenübersteht, als wenn man telefoniert oder wie wir das jetzt machen hier mit einer Videoaufnahme. Wir müssen auf vieles verzichten, aber dass wir das machen und damit auch die anderen schützen, uns selbst schützen und die anderen schützen. Ich finde, das ist ein Grund für Dankbarkeit. Ich danke auch allen, die sich impfen lassen. Denn das Impfen bedeutet, dass wir dieses Virus irgendwann in den Griff bekommen können und dass wir irgendwann wieder normalen Alltag erleben. Momentan erlebe ich sehr viele Diskussionen wegen Impfen. Die einen wettern lauthals gegen das Impfen, andere drängeln sich vor, lassen ihre Familien impfen, obwohl sie noch nicht dran sind. Und das alles führt zu ziemlich viel Ärger und Unruhe, habe ich das Gefühl. Und, das weiß ich jetzt aus meiner Familie, wenn es dann tatsächlich bei den älteren Mitbürgern ans Impfen geht, ist eine Menge an Bürokratie, an bürokratischen Hürden zu überwinden. Anträge, Kontrollen, Unterschriften sind zu bewältigen. Es ist, glaube ich, relativ kompliziert.
gerade wenn jemand älter ist und wie zum Beispiel meine Schwiegermutter nicht gut sieht, wenn man blind ist, dann ist es nicht leicht, das alles zu bewerkstelligen und man ist auf Hilfe angewiesen. Natürlich. Das Impfen ist so wichtig. Ich frage mich, ob wir das nicht auch vielleicht ein bisschen einfacher machen können. Gerade auch für die älteren Menschen, für die das schon zum Teil sehr, sehr umständlich ist. Ich hoffe, dass es in absehbarer Zeit bei den Hausärzten möglich ist, geimpft zu werden und dass man nicht dann noch in die Impfzentren immer gebracht werden muss. Ich habe neulich ein Cartoon gesehen. Es besteht aus zwei fast identischen Zeichnungen und da geht es auch um das Thema Impfen und es geht um unsere Bundeskanzlerin. Auf diesen beiden Cartoons, Zeichnungen, sieht man eine protestierende Menschenmenge. Die Menschen regen sich fürchterlich auf. In dem einen Cartoon wird dagegen protestiert, dass sich unsere Kanzlerin noch nicht impfen lässt. Und es wird behauptet, dass sie sich nicht traut und dass sie die Bürger vorschickt als Versuchskaninchen. Ja, die Bundeskanzlerin ist ein bisschen älter als ich, glaube ich. Sie ist noch nicht dran mit Impfen. Dafür ist sie in einer anderen Kategorie und deswegen ist sie noch nicht geimpft. In dem anderen Cartoon, das wirklich ganz genau so aussieht, man sieht genau die gleiche protestierende Menschenmenge, die sich aufregt. Da wird behauptet, dass die Kanzlerin sich impfen lassen würde und dass sie eine Impfvordränglerin ist. Gut, sie lässt sich nicht impfen. Sie ist noch nicht so weit und wenn sie sich jetzt impfen lassen würde, dann würde sie das nicht machen, um sich vorzudrängeln, sondern sie würde es machen, um ein gutes Beispiel abzugeben und die Bürger unseres Landes zu ermutigen, sich impfen zu lassen. Dieses Cartoon fällt mir immer wieder ein im Zusammenhang mit dem Thema Danken. Denn ich finde, wir sollten froh sein, dass wir uns impfen lassen können, dass das Impfen anläuft, auch wenn es langsam und holprig anläuft. Aber es wird ständig kritisiert und über alles geschimpft. Dabei haben wir eigentlich, gerade was das Impfen angeht, so viel Grund zu danken. Denn ich denke, wir sollten nicht so tun, als ob wir alle wüssten, wie man in einer weltweiten Pandemie am besten handelt. Für jeden ist es Neuland und auch die Politiker müssen erst schauen, wie sie mit der Situation klarkommen. Aber ich finde, wir haben Grund, dankbar zu sein, dass es überhaupt so schnell einen Impfstoff gibt bei uns. Vor einem Jahr noch konnte keine Rede davon sein, dass es einen Impfstoff so schnell geben wird. Es hieß damals, vor einem Jahr, dass es Jahre oder Jahrzehnte dauern wird, bis es einen Impfstoff gibt, der eingesetzt werden kann. Und jetzt ist ein Jahr rum und wir haben einen Impfstoff. Wir haben sogar mehrere Impfstoffe. Dafür können wir dankbar sein, finde ich. Sollten wir auch dankbar sein. Auch dafür, dass wir uns den Impfstoff leisten können. Dass wir in einem Land leben mit einer so guten sozialen Grundsicherung, dass alle, die geimpft werden wollen, geimpft werden können. Auch wenn es manchmal lange dauert, auch wenn es kompliziert ist, auch wenn es Bürokratie bedeutet, auch wenn man manches einfacher machen könnte. Aber trotzdem, es ist ein Grund, dankbar zu sein, dass wir das inzwischen erreicht haben, auch wenn es nicht alles optimal läuft. Lasst uns beten. Guter Gott, wir schauen oft nur auf das, was nicht funktioniert, was nicht rund läuft, womit wir nicht zufrieden sind. Bitte öffne du unsere Augen und unsere Herzen, damit wir alles das sehen, was du uns an jedem Tag an Gutem schenkst und dass wir das in Dankbarkeit annehmen können. Dass wir dankbar sind für das, was wir haben und nicht immer nur unzufrieden mit dem, was wir nicht haben. Und so bitten wir gemeinsam um den Segen des Herrn. Ich bitte dich, guter Gott, segne und behüte uns und alle, die zu uns gehören. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.